Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Ich würde sagen, wir labern gar nicht groß rum, sondern legen direkt los. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, ohne dass einer unserer Soldaten stirbt. Naja, es sieht sehr gut aus. Easy, easy. Gehen wir gleich mal darüber. Genau. Ja, da wären wir. Muss ich jetzt die Wölfe auch noch alle killen? Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Hauen wir gleich wieder drauf hier. Jetzt werde ich mit mir auch noch angegriffen. Spaß rein. Ja, ich hab sie alle gekillt, Sportsfreund, und nun? Hier runterschicken. Okay. Ich denke mal, wir müssen die jeweils nehmen, oder? Sehe ich das richtig? Die werden hier so lange geheilt. Hier drunter. Ich bin jetzt. Hä? Was macht der denn jetzt? okay. Okay. Gebieter, ich kann mit Freuden vermelden, dass Halvards Lager jetzt nicht mehr von Bestien bedroht wird. Hervorragend. Sorgt bitte dafür, dass seine Leute die nötige Nahrung bekommen und kümmert euch um seine Verletzten. Im Namen des gesamten Heidrun-Clans möchte ich meine aufrichtige Dankbarkeit ausdrücken. Ohne euch wären wir verloren. Na klar, Bruder. Ab sofort und immer da könnt ihr auf die Hilfe und Ergebenheit des Ziege-Clans zählen. Hiermit schwöre ich euch feierlich meine Treue. Gut, Junge, gut. Ich bin eben Wikinger. So, wo geht's jetzt weiter? Kapitel 3. Hagen soll sich angeblich in der Region niedergelassen haben. Wir müssen unsere Position stärken, wenn wir nach ihm suchen. Okay, dann starten wir wieder direkt rein. The sons of Heidrun had been shipwrecked on an inhospitable coast, but we arrived just in time to save them from the fangs of the wolves. Halvar, their elderly leader, was so grateful he swore allegiance to me the moment we met. He readily agreed to share invaluable secrets about survival. Soon enough, we would be taming the wilderness. Können wir Wölfe zähmen? Das wäre richtig edel. So, schauen wir mal, wo wir sind. Hagen ist irgendwo da draußen. Wir müssen ihn finden und töten. Gebieter, ich verstehe eure Ungeduld. Doch um die Kontrolle über die neuen Regionen zu übernehmen, müssen wir uns dauerhaft niederlassen. Dieses Gebiet scheint unsere Anforderungen zu erfüllen. Wir sollten uns definitiv hier niederlassen. Die Anhänger Heidruns sind zähe Überlebenskünstler. Lasst uns doch bitte die Basis für eure Eroberung Northgards schaffen. Halvard ist ein zuverlässiger Verbündeter, der Ausdauer mit Gelassenheit kombiniert. Lasst ihn seine Verpflichtungen nachkommen und seine Treue euch gegenüber beweisen. Werde derweil aufbrechen und mich um die besprochene Angelegenheit kümmern. Verstanden. Gute Reise, Brand. Okay. Lebt wohl, Gebieter. Ich werde bald zurückkehren. Easy going, Bruder. Halvard, ihr werdet mir bei diesem Einsatz zur Hand gehen. Hab Dank, junger Gebieter. Ich werde euch nicht enttäuschen. Jetzt lass loslegen. Dafür nutzen das für Haltung. Okay.
Richte eine Brauerei und einen Altar der Könige. Bereich 500 Ruhm. Gut. Dann legen wir doch mal wieder los wie immer. Mal hiermit. Einmal hiermit. Warte. Sehen wir gar nichts? Oder ist die nicht größer? Wir werden sehen. Ich gleich mal Holzfälle. Schauen wir auch gleich mal eine Brauerei. Ja. Dafür braucht man was. Ja, machen wir hier. Und das geht zu Beginn machen. Ja, aber erst kann hier. Wo ist er denn der Speer? Lager. Oh, gleich Holz. Haben wir noch drei, die Nahrung sammeln? Ja, ich weiß. Danke für die Info. Bruder. Ja, los geht's. Geh mal gucken, Junge. Mal irgendwas Schönes. Wir gleich mal. Ach komm Leute, was? Was? Nee, dann mach doch. Ja, wieso geht das nicht? Achso, stimmt. Erst wieder kaufen. Winter dauert noch länger. Machen wir doch gleich. Schafstall überall bauen. Schau ich schon. Okay. Das hier. Die Map wird dann immer größer. Ich dachte wirklich, dass man von Anfang an echt die Größe der Map sieht. Das habe ich zwei Schafe. Okay. Dann brauchen wir ein kleines für den Bewohner. Warum kann. Achso. Schaf. Das ist keine Person zuordnen? Ah, okay. Aus, wir können gleich öfter produzieren, ne? Dann komm. Okay. Soll mir recht sein, wenn ich dafür niemand brauche. Auf Stück plus 5, Tatsache. Okay, warte. Bergwerk, haben wir irgendwo was? Hinten hatten wir. Stein, okay. Rein theoretisch hier eigentlich gleich die Brauerei auch hinklatschen. Das ist aber ein dickes Ding. So, bau hier mal. Es ging aber auch schon mal schneller. Sagen, lassen wir gleich zwei Speer gucken. Mal ein bisschen schneller von der Hand. Das 100 Gold. Sehr schön. Mehr Holz. Unten beide. Drüben noch Ewigkeiten. Über Jahrzehnte zimmert ja da die Brauerei zusammen. So. Unten rein. So.
vielleicht doch noch jemand. Ehrlich. Hm. Gleich mal darüber. Kann ich noch nicht machen wegen einem Wolf. Will schon kämpfen, oder? Ist ja nur einer, soweit ich das beurteilen kann, oder? Knüppel ihn mal weg, Elmfried. Gott. Dafür. Ein Schaf, kann ich das ausbauen? Aufwerten. Ich habe ihn jetzt schon rein, oder? Rein ist der Schinke, genau. Wir gleich mal zum Krieger. Dann sind wir fertig. Ja, das ist. Wer ist mit einer schönen Fischerhütte? Ach du. Komm mal lang, Junge. Du geht's offensichtlich nicht weiter. Was sind das für hässliche kleine Wesen? Ich glaube, es sind Kobolde. Auf dem Kontinent hat man sie selten zu Gesicht bekommen. Hier in Nosgard scheinen sie jedoch zu gedeihen. Sie sind nicht aggressiv, doch sie stellen Territorialverhalten zur Schau. Wenn wir weitergehen, werden sie uns auf jeden Fall angreifen. Hm, ich frage mich, ob sie vielleicht mit uns handeln würden. Wer weiß, wer weiß. Hey, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Zeit für eine Hütte. Technisch aus. Okay, wir sind perfekt. Fishman, bei Nahrung. Seht doch, eine Walküre. Ich glaube, Odins Maids könnten uns helfen, unsere Feinde zu bezwingen. Wartet, Gebieter. Ich fürchte, etwas stimmt nicht mit ihnen. Früher war. Welch eine Tragödie, diese holden Geschöpfe scheinen verdorben worden zu sein. Wir können nichts weiter für sie tun, als sie von ihrem Leiden zu erlösen. Sind die doch bestimmt schreckliche Gegner. Hm? Warten wir mal. Ja, mal da, okay. Bin mal gespannt, wie groß die Welt mal wieder ist. So, Stein vorkommen. Dann irgendwann weg, dann können wir das abreißen und dann wieder anders stellen. 5 Tage. Dann der Platz für 5. Hier ist nur einer drin, genau. Jetzt ein Fischer. Aber hier brauchen wir noch nicht den zweiten. Genau, aber wir können gleich direkt weitermachen. Der Schmiede. Der Winter. Dann sollten wir unsere Nahrung nicht leichtfertig verplempern. Könnten wir noch als nächstes das hier hinten holen. Genau, da können wir wieder Wissen produzieren. Nochmal ein Holzfäller. Gut. Und einen Heiler bräuchte ich auch schon wieder. Was geht's? Jetzt ja. Junge.
Ja. Geh mal an die Schmiede, mein Freund. Okay, da brauchen wir noch mehr. Brauchst du eigentlich auch Schmied zu werden? Dann baue ich mir hier eine Holzfäcke hin. Achso. So rum. Rüberlaufen. Bau du hier. Fällerhütte. Dennoch kein Minus. Tor der Könige. Ist wo? Holz, 300 Gold. Okay, Gold brauchen wir hier mal wieder. Holz. So, Holz. So. Oh, Holz. Das eins können wir leben. Da steht ja noch 18. Okay. Wieder Clones noch ein. Na, geil. Das ist günstig. Wenn ich Speer, passt das schon? Nee. Nee. Hä? Wie? Junge. Schön. Ja, mach alleine, Junge. Zeit. Baut mir mal jemand noch ein Haus. Was? Hä, Leute? Kohle mehr. Du, mal Gold bitte. Du, auch Gold. Aber Dali. Fertig ist. Wir haben jetzt zwei Schafe. Dann gucken wir doch wieder mal den Schafstall. Baustudie, würde ich sagen. Jos. Warum locken vor dich hin? Okay. Zwei Schafe haben wir schon hier. Hier noch. Okay. Dann, Bruder, du bist gleich darüber. Schnell wieder Steinkreis kontrollieren, dass die Quelle können. Ja. Mehr Wissen anhäufen. Ausschmuck so. Gleich wieder ein Häuschen.
Okay. Ich habe dann auf jeden Fall mal hier eine heile Hütte, bevor hier mir meine Leute abnippeln. Gut, Leute, ich würde sagen, für die Folge sind wir doch wieder ordentlich weit gekommen. In der nächsten Folge werden wir uns dann langsam hier runterarbeiten. Warte, hier noch der Heiler sein. Genau. Okay. Also dann, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr weiter Bock habt auf Northgard, lasst gerne ein Abo da. Und klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. In diesem Sinne, wir sehen uns. Macht's gut, euer Stevie B. Ciao.